So, servus, grüße euch alle mal hier aus dem Osten, Süden, Westen, ne? Beim Lieutenant Dan seid ihr am besten. Grüßt euch hier zum Jena-Video jetzt, ne? Musikalische Begleitung von SSIO, ne? Von dem Album Bumse. Und wenn ihr das Wort Nutte hört öfters, verzeiht ihm, ne? Der musikalische Wunsch kommt vom Lieutenant Dan Junior. So, jetzt grüßt euch mal, ne? An alle Fans, Waldhof Universum da draußen, die uns verfolgen, international. Unter anderem Australien, Polen, Dubai, Schweiz und wunderschöne Alpenrepublik Österreich. Ne? 494 Menschen haben inzwischen sich dazu entschieden, ihre Lebensqualität zu verbessern und den Real Lieutenant Dan zu abonnieren. Gehört dazu, ihr auch noch heute. Das heutige Thema, Jena. So, zum Programm mal, ne? Wir machen mal eine kleine Vorstellung von Carl Zeiss Jena, die Historie. Rund ums Spiel, Anfahrt und Abfahrt vom Ort, ne? Die Aufstellung schauen wir auch mal an. Die könnte sein, ist rein hypothetisch. Wir gehen einfach mal immer von den letzten drei Spielen aus. Dann mein Tipp. Und dann werden wir mal weitersehen. So, jetzt sagen wir mal. Zu Jena, der Verein ist gegründet worden im Jahr 1903, also am 13. Mai. Es gab da mehrere Namensendungen bei Carl Zeiss, also die fingen an 48, 49 als SG Stadion. Es ging weiter als BSG Carl Zeiss Jena von 49, 50, von 50, 51 BSG Mechanik und Motor und von 51 bis 52 BSG Motor. Okay, ne? Dann hießen sie von 54 bis 66 SC Motor und dann ab 66 also Carl Zeiss Jena. Haben durchaus Erfolge vorzuweisen, noch damals in der DDR-Oberliga. Und zwar waren beispielsweise im Europapokalfinale 1981 gegen Dynamo Tiflis, haben da aber, sind dort leider unterlegen dann, 2:1, das war in Düsseldorf. Zum Spiel, für die Leute, die hinfahren wollen. Das ist das dritte Auswärtsspiel bereits im Osten, Alter. Wo mir gesungen habe, wir fahren in den Osten, habe ich mal nicht gedacht, dass man gleich drei Mal in der Osten fahren. Ich schätze mal, dass man vielleicht eine Filiale eröffnen sollte da unten im Osten, dann hat man es in die Reisekosten nicht zu spielen. Die Distanz 377 Kilometer, 4-5 Stunden Fahrzeit, vielleicht eher ein bisschen mehr. Ne? Die Wettervorhersage für Jena ist gut, 27 Grad, Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0. Uhrzeit wisst ihr ja, morgen, ne, 19 Uhr, 14 Uhr, ne, Ernst-Abbe-Sportfeld. Da gehen nicht so viel rein, ich glaube 12.000 oder was. So, und damit haben wir jetzt mal die Round ums Game soweit fertig. Wir schauen uns mal die letzten drei Spiele an, die Jena jeweils zu 0 verloren hat. Ne? Wir schauen uns da auch mal an. Es sind jetzt mehrere Spieler, die jetzt zu dem Stamm gehören. Das wäre jetzt beispielsweise Kopens hier. Kübler ist verletzt im Moment. Krösch, Saar, Kirchner. Also ich denke, dass sie erstmal im gleichen System kommen, wie sie jetzt die letzten Spiele gemacht haben, nämlich 4-2-3-1. Dasselbe wie mir. Ich denke deshalb, ich weiß nicht, BT wird wahrscheinlich da ein bisschen variieren. Es könnte auch gut sein, dass er mit zwei Spitze spielt, aber dazu kommen wir gleich. Wir haben da jetzt erstmal Jena am Start. Das ist die vermutliche Aufstellung. Also das ist nicht die, aber die Leute, die haben halt am meisten gespielt in den letzten drei Spielen auf diesen Positionen. Dann haben wir Krösch, Saar, auch ein bekannterer. Olaf Knäuber ist auch ein bisschen bekannterer im ZDM. Hamann, Gabriel. Da haben wir jeweils zwei, die sich gewechselt. Vorne ist Genderovic. Ich glaube mal Frankfurt. Ich bin aber nicht sicher. Und Eckert, die definitiv alle zum Stamm gehören. Bei Kübler, wie gesagt, weiß ich nicht. Da ist eine Verletzung, so wie ich gelesen habe. Der junge Mann kann wohl nicht spielen. Dann wird er wohl ersetzt von jemand. Ich kann auch nicht sagen. Und Rohr, der glaube ich die Innenverteidigung spielt, ist ein ziemlich guter Spieler bei denen. Der hat eine Rotsperre abzusitzen. Ne? Also wie gesagt, ne, Jena Waldhof. Die letzten null Punkte. Ne? Jena, null Punkte. Wirklich, die haben einmal 1:2 gegen Ingolstadt verloren. Und dann haben sie dreimal am Stück 2:0 verloren gegen Preußen, Braunschweig und Zwickau. Ich sag mal, Braunschweig ist eine Mannschaft stark. Eine Preußen kann man aber schlagen. Denke ich, muss man auch schlagen, wenn man oben bleiben will. Zwickau auch. Null Punkte, also klassischer Fehlstart. Aber das macht sie für mich umso gefährlicher. Ne? Also in der gesamten Bilanz gesehen haben wir 12 Spiele. Da konnten wir 6-mal gewinnen
Und Moment, 6-mal Gewinn, 2 Niederlagen, dann sind es 4 Unentschieden. Eine Torbilanz von 10 plus Toren haben wir vorzuweisen. Die letzte Partie allerdings war am 4.4.97 und ging 1:1 aus. Also absolute Schlusslicht, ne? Ein super leichter Gegner. Den hauen wir so beiläufig weg. Kaffeefahrtechnisch. Falsch! Machen wir nicht! Aufpassen! Ein angeschlagenes Tier ist umso gefährlicher. Die können nur gewinnen. Wenn man null hat, wenn man nichts hat und ganz ohne ist, dann kann man nur, ist jeder Schritt, den du machst, ein Schritt nach vorne. Also, höchste Vorsicht, ab der ersten Minute wäre die drum kämpfen, ne, daheim hier einen ersten Punkt zu holen, wenn wir unser Ding runterziehen. Ich denke, wir wären vielleicht wieder so auftreten, wie wir das immer wären, mit dem gleichen Stamm. Es war ja toll, mit dem Schuss dann Christiansen auf ZDM. Das hat ja auch ganz super geklappt, ne? Also Max ist angekommen. Und hier mit dem Diering Korte da, weiß man ja nicht, die switchen als, habe ich gemerkt, ne? Der ist mal der, baba. Da geht's mal hin und her. Walle ist vorne drin, ne? Aber vielleicht, wie gesagt, dass nicht die zwei Systeme aufeinander knallen, könnte sein, dass vielleicht BT auch mal mit zwei Spitzen spielt, bringt vielleicht auch Kofi oder was, ne? Aber aufpassen, wirklich. Ab der ersten Minute konzentriert spielen, unser Ding durch, wie bei 60. Ein Lauf findet, den Flow findet, das Spiel kontrollieren. Wir müssen das Spiel nicht dominieren, will ich nicht sagen, aber wir müssen es kontrollieren. Vom Ballbesitz her. Wir müssen, wenn wir den Ball auch haben, draufgehen, erobern, schnell umschalten. Das ist die Schwäche der Jenerer. Dieses Umschaltspiel, da haben sie Probleme im Nachhintenkommen, im Abdecken. Da müssen wir ansetzen, da müssen wir zupacken. Also, ich habe mir aufgeschrieben, ihr kontrolliertes, schnelles Umschaltspiel, ne? Eiskalte Chancenverwertung wieder. Ich denke, Walle und, na, sind alle gut drauf, wissen jetzt inzwischen, wo das Tor wieder ist. Wir kommen zu den Tipps, wo auch der Waldhof natürlich dabei ist. Ich gebe mal die Tipps ab und ich hätte jetzt auch den Tipp vom Waldhof gleich hinten dranhängen können, aber ich tun in die ganzen Tipps mit integrieren. Also ich möchte mal den Spieltag noch tippen. Freitag ist leider vorbei. Wollte das Video eigentlich gestern Abend machen, aber wenn der Sohnemann da mal ausgeflogen ist aus dem Haus, dann gibt es doch auch manchmal interessantere Sachen, die man anstellen kann. Auf jeden Fall habe ich für Samstag 14 Uhr, 68 Meppen, 1-1. Hansa, Sonnenhof Rostock, alles klar. Hansa Rostock gegen Sonnenhof, 3:1. Die Kickers Würzburg gegen Preußen, 2:2. KFC Ingolstadt, 1-1. Viktoria Unterhaching, 0-1. MSV Duisburg, Zwickau, 3:2. Der FCK unterliegt dem BTSV, 0:3. Carl Zeiss Jena unterliegt dem SV Waldhof. Hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube da jetzt wirklich dran, auch wenn die letzten drei Ergebnisse dasselbe waren. Ich glaube an den 0-2. Wir können das auch packen. Also, es fällt mir jetzt auf, dass es das vierte wäre, aber es wäre ja auch mal eine Koinzidenz, das zu sehen. Also, dann hätten wir noch hier am Montag der Hallische FC gegen Bayern ein 1:0. So, wir sind schon am Ende. War gar nicht so arg viel, ne? Ich habe ja gesagt, es gibt nicht so viel zu sagen. Für die Leute, die fahren, fahrt früh genug, lasst euch Zeit, bleibt gesund, stresst euch nicht, lasst euch nicht stressen von der Polizei, lasst euch nicht stressen von den anderen Fans, die euch vielleicht stressen wollen, euch auf den Sack gehen wollen. Ne? Vergesst nicht, repräsentiert den Verein gut. Ne? Lasst mich wieder diese geilen, es war so toll euch zu sehen in Magdeburg, ne? Wie die Leute gefeiert haben da und ich habe so ein Big Screen, Alter, es ist wunderbar. Wenn ich könnte, würde ich es ja mal gerne aufnehmen und euch mal zeigen, wie ich das sehe, aber es geht ja auch nicht, weil da kriege ich schon noch ein paar Abschnitte dafür. Also passt auf, für die Auswärtsfahrer, ich habe euch die ganzen Infos gegeben. Vergesst nicht, am Mittwoch Gommersdorf, das ist ungefähr eineinhalb Stunde, zwei Stunden Fahrt weg, glaube ich, nach Heilbronn, irgendwo die Richtung. Denkt dran, am Sportgelände, da ist BSV-Pokal. Das Achtelfinale ist bereits bekannt. Wir spielen, also der Gewinner aus Gommersdorf, Waldhof, spielt gegen FV Nussloch. Ne? In diesem Sinne, also, ne? Ja, dann werden wir am Ende angucken. Wir sehen uns weiter auf YouTube. Ne? Abonniert weiter kräftig und denkt dran, ne? Also, wenn ihr nicht abonniert, muss dieser unsichtbare Hamster sterben. Ne? Also, wenn ihr den nicht auf dem Gewissen haben wollt, ne,
dann abonniert und subscribt und haut die Glocke. In diesem Sinn, Lieutenant Dan sagt viel Spaß und ciao.